Zu meiner allergrößten Überraschung sehen wir heute eine ziemlich saftige Rallye, vor allem was den Nasdaq betrifft. Und dafür gibt es gute Gründe. Wir haben zunächst mal den großen Verfall hinter uns gebracht letzte Woche. Dadurch sind viele Enthebelungen bereits passiert. Damit wird der Gegenwind, der letzte Woche noch eben durch diese Enthebelung vor dem Verfall der Fall war, deutlich geringer. Dann sehen wir, dass wir auf wichtige Unterstützungen bei den Indizes in den USA gelaufen sind. Trendlinien oder direkte Unterstützung, dazu gleich mehr Fibonacci-Levels, das ganze charttechnische Gedöns, gell? Und drittens haben wir dann natürlich eine extrem bärische Stimmung, die jetzt einfach zu bärisch ist, als dass sie lange anhalten kann. Wir haben dann Überverkauftheiten am Markt, die fast schon historisch sind, und wir haben eine falsche Positionierung jetzt vor allem der Hedgefonds, die eben gesagt haben, okay, wir müssen unseren Investoren auch zeigen, dass wir Short-Positionen haben, damit die uns nicht fragen, naja, warum seid ihr permanent long, wenn die Aktienmärkte fallen? Ihr müsst doch auch Short-Positionen eingehen. Das könnt ihr doch im Gegensatz zu klassischen Fonds. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage, aus der diese Rallye entstanden ist. Und die war ziemlich saftig, wie gesagt. Wir sehen heute den SPY, das maßgebliche ETF, auf den S&P 500. Heute mit einem Eröffnungsgap von 1,7%, das ist das größte Montagsgap seit dem sogenannten Pfizer Monday im November 2020. Also als diese Impfstoffmeldung kam, als Pfizer meldete, respektive BioNTech, wir haben Impfstoff, da sind die Märkte ja geradezu explodiert mit einem Gap von 3,9%. An diesem Montag, den 20. November, kann ich mich noch gut dran erinnern. Hier sehen wir mal die Equity Positioning. Da sind wir jetzt in der untersten 6%-Perzentile. Also es sind nicht gerade viele dabei. Viele stehen zwar noch in Position, aber zuletzt wurden kaum mehr neue Positionen eingegangen. Wir sehen, dass wir dann auch, was die Future-Marktpositionierung betrifft, Equity Futures, dass wir da negativ sind. Also da sind wir sogar netto short. Das hat es seit dem Jahr 2019 nicht mehr gegeben. Dementsprechend ist eben jetzt in diesem kurzen Zeitfenster eben der Weg nach oben, der Weg des größten Schmerzes für die meisten, und die Börse, die Märkte lieben diesen Weg des größten Schmerzes. Die meisten Leute liegen meistens falsch. Das ist genau das Problem. Und dazu kommt noch, dass wir dann so hervorragende Kontraindikatoren haben wie Goldman Sachs. Die sagen, auch Morgan Stanley, stocks to drop 15-20% more, also werden noch weiter fallen, weil eben die Wirtschaft schlechter wird. Das ist sozusagen jetzt hier die Begründung, warum es für die Aktienmärkte weiter nach unten geht, und das mag ja sogar stimmen, aber im längeren Zeitfenster, im kürzeren Zeitfenster ist Goldman Sachs ein großartiger Kontraindikator. Das sehen wir hier. Goldman Sachs haben gesagt, kannst du kaufen, da ist es dann ab letzten Juli praktisch weitgehend mit einer Zwischenrallye fast nur noch nach unten gegangen. Und jetzt hat man gesagt, jetzt sollt ihr verkaufen. Goldman Sachs sagt, mehr Verluste drohen jetzt. Also ist das praktisch die kürzeste Begründung, warum man kaufen sollte, ist Goldman Sachs, könnte man sagen. Das ist zumindest die kürzeste Begründung, die Sie wahrscheinlich derzeit bekommen können. Hier sehen wir mal von Sven Hendrik NYSE. Das sind praktisch alle Aktien, die an der New York Stock Exchange gehandelt werden. Da sind wir jetzt ziemlich exakt, und das gilt auch für den Russell 2000, by the way, ziemlich exakt auf das Februar-Niveau 2020 gefallen. Also als wir auf ein neues Allzeithoch gestiegen waren, kurz vor dem Corona-Crash, und dann ging es nach unten, dann diese massive Erholung mithilfe der Liquidität der Notenbanken. Da sind wir jetzt erstmal treffend da wieder auf eine Unterstützung, sind gleichzeitig auf wichtigen Fibonacci-Niveaus beim S&P 500, Trendkanäle, untere Begrenzung des Trendkanals, man könnte das ewig ausführen, und natürlich Überverkauftheit. In den letzten 7 Handelstagen haben wir mehr als 90% gesehen der Aktien, die praktisch gefallen sind, also ganz breiter Abverkauf auf der einen Seite. Wir sind auf der anderen Seite jetzt in 11 der letzten 12 Wochen gefallen. Das hat es so auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben. Und dann sind wir eben so ausverkauft, dass dann eine solche Rallye auch passieren kann, zumal wir jetzt den zweitschlechtesten Jahresbeginn in der History of the S&P 500 haben. Nur im Jahr 1932 war es noch schlechter.
Wir waren jetzt 23,5% in den Miesen nach den ersten 116 Handelstagen. Und dabei hatte man uns doch, wie Sven Hendrik hier bemerkt, die Roaring Twenties versprochen, die rührenden 20er Jahre in Anlehnung an die 1920er Jahre, die ja auch ziemlich turbulent waren, aber auch mit Party teilweise verbunden waren, vor allem in Berlin. Also bisher nichts Roaring Twenties. Ja gut, sie haben mit dem Corona-Crash mehr oder weniger angefangen, diese Twenties. Dann diese kurzfristige Party, aber jetzt sehen wir, dass die Dinge schwieriger werden. Jetzt, was wird passieren? JP Morgan sagt nach wie vor, hey, wir werden in der zweiten Hälfte des Jahres bessere Aktienkurse sehen. Aber erinnern wir uns, Marko Kolanovic, der erzählt uns das schon seit gefühlt 233 Jahren und es war keine gute Idee, hier die Dips zu kaufen. Morgan Stanley und Goldman Sachs, wie gesagt, die sagen, ihr solltet jetzt verkaufen. Schauen wir uns doch mal dann die Bärenmarkt-Rallys an, wie sie sich in den letzten Bärenmärkten abgespielt haben, etwa der 2000 bis 2002er Bärenmarkt.com-Blase. Und hier sehen wir, immer wieder imposante Rallys, Zwischenrallys. Und man kann sagen, dass je früher der Zeitraum eines Bärenmarktes ist, umso imposanter sind dann diese Bärenmarkt-Rallys, teilweise 20%, 22%, die wir hier in dem Platzen der Dotcom-Blase gesehen haben. Ähnliches Muster etwa bei der Finanzkrise, nicht ganz so starke Erholungen, aber durchaus ging da vieles nach oben. Dennoch sind wir in der Summe 56% gefallen vom Hoch damals in der Finanzkrise. Und das, was Sie hier sehen, ist der aktuelle Bärenmarkt. Da sind wir, wie gesagt, 23,5% in den Miesen, haben dennoch drei ziemlich imposante Rallyes gesehen, die durchaus Schmackes hatten, aber leider eben Bärenmarkt der Rallyes waren. Jetzt könnten wir durchaus einen Schnaps nach oben sehen, der ein bisschen kräftiger ist. Achten Sie dazu auch auf die sogenannten Junk Bonds, die hier sehr wichtig sind. Und ein fundamentales Argument, warum die Fed irgendwann umfallen wird, und das ist ja die Bedingung, dass dieser Bärenmarkt endet, wie gesagt, ist, dass die amerikanische Wirtschaft das nicht vertragen kann. Wir haben durch dieses Quantitative Easing die Borrowing Costs ja vor allem niedriger gemacht. Also es wurde Geld billiger, Kredite wurden billiger. Das hat man damals im Corona-Crash eben gemacht, um die Wirtschaft zu stützen, um den Konsum zu stützen, damit die Wirtschaft eben nicht absäuft. Jetzt aber sehen wir, dass das Haushaltsvermögen der Amerikaner 2021 bei 640% des BIPs oder auf 640% des BIPs gestiegen sind. Und wenn du jetzt anfängst, eben die Zinsen anzuheben, dann sorgst du für einen Crash, weil die Leute eben schuldengehebelt sind bis zur Unterkante der Oberlippe. Und dann gehen die reihenweise über den Jordan, die Privatkonsumenten, die Firmen und. Und das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Gleichwohl erzählt uns die Fed, dass es funktioniert, so etwa heute Barkin von der Richmond Fed, der gesagt hatte, ja, also ich habe jetzt im Juni auch 75 Basispunkte Zinsanhebung befürwortet, weil die Inflation eben so hoch und so breit gefächert ist. Und er sagt, wir können die Inflation auf 2% nach unten bekommen, ohne dass irgendetwas zerbricht. Großartiger Mann, dieser Barkin. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, tendiert gegen minus 327. Barkin ist, wie Sie hier sehen, einer der ganz wenigen, die jemals irgendwie eine Aufgabe außerhalb der Fed hatten. Ansonsten sind das praktisch Leute, die eben nur in der Notenbank waren, keine Erfahrung in der Wirtschaft haben. Hier Barkin war bei McKinsey wenigstens, die anderen zwei waren auf der Universität, nämlich Harker und Brainard. McKinsey, gut, das ist ja praktisch auch Simulation von Wirtschaft, ja, die es immer besser wissen, als die es faktisch machen. Also die Berater, die den wirklichen Unternehmern genau sagen sollen oder wollen, wie es eigentlich geht, aber selber noch nie irgendwie ein Unternehmen geleitet haben. Also jedenfalls, die Fed glaubt, dass das irgendwie schon irgendwie machbar ist. Aber die Fed, das hat Lance Roberts hier gezeigt, ist der schlechteste Forecaster, der schlechteste Prognostiker, den Sie auf diesem Planeten finden werden in Sachen Wirtschaft, in Sachen Inflation, in Sachen eigentlich alles. Das liegt eben daran, dass diese Herrschaften irgendwie in einem Elfenbeinturm offenkundig leben. Dabei gibt es Studien innerhalb der Fed, also nicht von Fed-Mitgliedern selber, also von Repräsentanten der Fed, sondern von FED-Ökonomen, die eben zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Hard Landings in den USA überragend hoch ist, 80%.
dürfte es dazu kommen, dann eine Rezession geben. Die Frage ist eigentlich nur in 2022 oder erst in 2023. Diese Frage können wir noch nicht beantworten, aber jedenfalls sehen diese Rezession immer mehr, nicht nur FED-Studien sehen diese, sondern auch der deutsche Bankchef sagt, dass es sowohl in Europa als auch in den USA ist eine Rezession wahrscheinlich, und er spricht hier vor allem von Refinanzierungen, weil sozusagen dann die Kredite ablaufen, dann muss man diese Kredite verlängern, aber jetzt dann eben zu deutlich ungünstigeren Konditionen für die Konsumenten, das wird, und Firmen, das wird viele dann in Schwierigkeiten versetzen, und das sehen wir schon am US-Hausmarkt etwa. Hier sehen wir mal die Anzahl derjenigen Häuser, die inseriert werden, die dann eine Preissenkung, oder wo es dann eine Preissenkung gibt, wo es dann nochmal ein Inserat gibt mit gesenktem Preis, sind wir inzwischen jetzt bei 5,6%. Und das ist höher als auf dem Hochpunkt der 2019, als wir schon mal eine ähnliche Entwicklung hatten. Also wir sehen, es gibt Druck auf die Preise auf der einen Seite. Es gibt also letztendlich den Druck, hier die Preise zu senken, schon weil die Finanzierungen so teuer geworden sind. Die Leistbarkeit für die Menschen eines solchen Hauses, einer solchen Immobilie in den USA ist massiv zurückgegangen mit den Mortgage Rates, mit den Hypothekenzinsen, die auf praktisch 6% gestiegen sind. Und hier sehen wir Häusermarkt vor erneuten Kollaps, ein Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld, flexible Zinsen und Ausfallraten, stehen wir da vor einem neuen Crash? Dieser Artikel geht dieser Frage nach. Heute hatten wir übrigens gesehen, die Verkäufe bestehender Häuser in den USA, die etwa 90% des Geschehens am Immobilienmarkt ausmachen. Vierter Monat jetzt in Folge rückläufig. Gleichwohl steigen noch die Preise für die ganz hochsegmentigen Häuser. Nur deshalb, weil eben die Leute, die reich sind, noch so viel Geld in der Tasche haben, dass sie eben auf dieses reduzierte Angebot, das wir derzeit gleichwohl sehen, eben nach wie vor bereit sind, höhere Preise zu bezahlen. Durchschnittspreis jetzt auf 407.000 gestiegen bei einem bestehenden Haus. Das ist sportlich, gerade angesichts der Bausubstanz in den USA. Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, sehen wir viele Alarmsignale. Chef der Energieagentur hat gesagt, also ein momentaner Stand könnte es schwer werden, über den Winter zu kommen. Dann hat Habeck gesagt, die Situation könnte schwieriger werden als die Corona-Pandemie, und hat gesagt, das sei eine gezielte Attacke der Russen auf die deutsche Wirtschaft. Man will jetzt deswegen wohl auch die zweite Stufe des Notfallplans auch ausrufen. Ein Angelsachse bemerkt dann, naja, vielleicht nicht so eine gute Idee, eure Atomkraftwerke auch zu schalten, wenn ihr dann Kohle einsetzt, nicht nur aus CO2-Gründen, sondern weil diese Kohle eben auch nicht unwesentlich aus Russland kommt. Aber es ist halt, wie es ist. Und die EZB muss jetzt dennoch gegen die Inflation, die auch durch diese gestiegenen Gas- und Energiepreise entstanden ist, vorgehen. Rehn hat heute gesagt, das ist ein Finne, der hat gesagt, wir werden im September wohl die Zinsen stärker als 25 Basispunkte anheben müssen. Aber all das spielt keine Rolle, denn Christine Lagarde hat jetzt von der London School of Economics eine Auszeichnung verliehen, eine Ehrendoktorwürde. Es geht da um hervorragende Kenntnisse der Wirtschaft. Gut, da hätte man eigentlich auch den Dackel von nebenan praktisch diesen Preis verleihen können. Der hat wahrscheinlich mehr Ahnung von Wirtschaft als die Frau Lagarde, sagen böse Zungen. Aber einer, der noch mehr Ahnung hat, meine Damen und Herren, als Frau Lagarde, ist mein 23,5 bester Freund Marcello Fracerino, der heute wieder Großartiges geschrieben hat, nämlich: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, so sagt der Marcello, dass wir die nächsten 5 bis 10 Jahre eine Inflation von 3 bis 4% erfahren werden, wegen strukturellen Veränderungen bei Globalisierung, Rohstoffsuperzyklus, Demografie und Schulden. Jetzt gucken wir uns mal an, was der gute Marcello noch Oktober 21 gesagt hat, also vor gut einem halben Jahr hat er gesagt, also diese Schwarzmaler, die Inflation da an die Wand malen, das sind alles Panikmacher. Und jetzt schauen wir uns mal seine heutigen Argumente an. Demografie sei also ein Argument, wahrscheinlich war die demografische Lage irgendwie vor einem halben Jahr noch völlig anders in Deutschland. Seltsam, dass Herr Fratscher dieses Argument hier heranzieht. Dann Globalisierung, Rohstoffsuperzyklus, Schulden. All das war ja eigentlich vorher, vor allem Schulden war ja vorher auch schon da. Also, dass Marcel Fratscher hier
jetzt die Seiten gewechselt hat, spricht für seinen großartigen akademischen Opportunismus, frei von jeglicher Erkenntnis. Naja, jeder wie es meint, der Marcello ist einfach derjenige, der immer im dominierenden Narrativ dabei sein will, ein Wendehals vom Allerfeinsten. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Euro und zur Eurozone. Hier sehen wir, dass die Eurozone jetzt Leistungsbilanzdefizite produziert. Das haben wir jahrelang nicht gemacht. Immer Überschüsse erwirtschaftet, aber jetzt durch diese teurere Energie, durch die Rohstoffimporte, rutschen wir in die Miesen, auf Deutsch gesagt. Und diese positive Handelsbilanz war immer ein unterstützender Faktor auch für den Euro. Und der muss offenkundig jetzt gerettet werden. Stichwort Fragmentierung. Hier hat ein französisches Notenbankmitglied heute großartige Sachen über den Euro gesagt. EZB gegen Fragmentierung vermarktet als Rettung des Euro. Daniel Eckert von der Welt sagt, wenn ich hier falsch liege, korrigiert mich, aber das oberste Ziel ist also die Geldwertstabilität der Eurozone. Sollte sie eigentlich sein, laut Maastricht-Vertrag, aber gut. Jetzt sagt die EZB aber folgendermaßen, ja, was ist, wenn die Eurozone auseinanderbricht, haben wir ja keine Geldwertstabilität. Also müssen wir erst einmal zusichern und versichern und sicherstellen, dass also die Eurozone Bestand hat, weil sonst gibt es ja keine Geldwertstabilität. Gell? Und das ist so Hegelsche Dialektik, wo die EZB da anwendet. Ja, das ist ganz große Kunst, das versteht der Normalsterbliche wie ich und Sie nicht. Ja. Sie müssen das einfach über fünf Ecken denken und dann sind Sie da richtig. Also großartig auch dieser Artikel meines Kollegen, der nochmal die Absurdität hier zeigt. Und dann Nord Stream 1, was die reduzierten Transportmengen zeigen. Der Russe, der schickt uns ja weniger Gas. Und dieser Artikel schaut sich mal die Aussagen der russischen Medien an. Sehr interessant, kriegen Sie in Deutschland normalerweise nicht zu lesen. Also drei Artikel. Einmal mit dem US-Hausmarkt, meine Damen und Herren. Geht es in einen Crash über, ja oder nein? Dann haben wir die wunderbare Fragmentierung und die Rettung des Euros, zweiter Artikel, und eben dieser Artikel über Gas und Russia. Diese drei Artikel unter dem Video und nochmal wie jeden Abend inzwischen oder jeden am Ende jeden Videos die Aufforderung, wenn Sie das gut finden, was wir machen bei Finanzmarktwelt, meine Videos oder diese Artikel, dann leiten Sie die überall weiter, verteilen Sie die, spreaden Sie die auf eine Weise, wie man sie noch nie gesehen hat. Das würde mich wahnsinnig freuen, würde uns helfen, weiter vielleicht ganz guten Content zu machen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.